Hallo liebe Freunde der Neugier. Warum bekommen wir eigentlich erst als kleine Kinder Milchzähne und erst später unsere bleibenden Zähne? Was hat das für einen Sinn? Warum bekommen wir nicht sofort unsere richtigen Zähne? Diese Frage möchte ich heute erklären. Los geht's! Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist aber eigentlich, der Platz fehlt. Das heißt, wenn wir noch ein Baby sind, dann ist unser Kiefer ja viel, viel kleiner, als dass wir alle unsere Zähne, die wir später brauchen, darin Platz finden. Wenn man sich ein Kindergebiss anschaut mit den Milchzähnen, sieht man auch, dass die bleibenden Zähne später noch ganz anders verstaut sind, als dass sie später quasi in unserem Kiefer auftauchen. Und wenn wir gleich die fertigen Zähne hätten, die ja gar keinen Platz haben, sähe das mit dem Erwachsenenalter ziemlich komisch aus, dann wären die Zähne nämlich relativ klein und ziemlich weit auseinander. Das wäre natürlich super unpraktisch. Wenn wir jetzt natürlich als Kind erstmal gar keine Zähne hätten, bis wir ausgewachsen wären, wäre das wiederum auch ziemlich blöd, was das Essen angeht. Deswegen bekommen wir quasi erst so eine Art Hilfszähne, bis wir groß genug sind, um das finale Gebiss zu erhalten. Außerdem haben ja die Zähne verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel die Eckzähne sind dafür da, um besser Fleisch zu zerkauen. Die mahlenden Zähne sind eher so für Gemüse und sowas. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Katzen, die haben ganz spitze Eckzähne. Das sind eher bei Fleischfressern so, während Kühe zum Beispiel eher flache Zähne für das Gras haben. Und diese Zähne sind natürlich für ihr Spezialgebiet wichtig. Und die ständig zu ersetzen, auch mit den Milchzähnen, wäre auch Quatsch. Weil man das als Kleinkind vielleicht noch nicht so braucht. Da bekommt man ja oft eher Brei und so weiter. Und deswegen kommen erst später auch noch die Spezialzähne dazu. Wenn Babys schon Zähne haben, wird das als sogenannte Hexenzähne bezeichnet. Angeblich sollen Kaiserin Sissi und der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Bereits so Hexenzähne gehabt haben. Stelle ich mir irgendwie ein bisschen merkwürdig und tatsächlich erschreckend vor. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr irgendwie mit euren Milchzähnen die unter das Kopfkissen gelegt und gehofft, dass die Zahnfee irgendwie ein Geldstück bringt? Oder habt ihr die aufgehoben in einem kleinen Döschen? Wird ja auch öfter mal gemacht. Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, weil die Leute das ja ganz unterschiedlich handhaben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben und es wird noch mehr solche allgemeinen Kurzwissensvideos geben. Und deswegen abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher.